So, ich habe hier mal das neue Gerät. Dualband, PMR und Freenet. Mit der fest angeschlossenen Antenne. Ja, das ist da hinten mit so einem Schrumpfschlauch festgemacht. Ich habe das schon mal ein bisschen programmiert, nämlich die CTCSS-Töne. Was nicht geht, ist, dass wenn ihr jetzt hier, seht ihr da, man kann das nicht verstellen hier. CTCSS-Töne, das geht. Ich zeige euch das mal hier im Menü, da hinten. So, da geht das also auf. TX Power, da kannst du nichts verstellen, ja. Ja. Bei den anderen Sachen kannst du hier was verstellen, ja. Kannst halt die Frequenz nicht verändern, ne. Aber die anderen Sachen hier gehen. Aber ist halt eingeschränkt, ne? Low, TX Power, mehr geht da nicht. Ja, für die Software. Ja, um jetzt, das ist ja ein Dualband-Gerät. Wenn ich jetzt oben für das Oberursel Relais PMR12 einstelle und unten Freenet, Kanal 2, dann guckt mal, wenn ich drücke. Unten empfängt das. Ne? Was ich auch noch machen kann, ist, wenn ich jetzt das Herzberg-Relais mache, dann muss ich natürlich hier oben, stelle ich mal auf PMR1 und mit der Main-Taste ist das jetzt unten. Und jetzt mache ich PMR-Kanal 16. 16. So. Wenn ich jetzt drücke, funktioniert das für den Empfänger auch. Also das ist ganz cool gelöst, ja. Da muss man also nicht viel machen, außer die CTCSS-Töne einzustellen. Ja, und die Antenne ist so eine kleine Magnetantenne. Die macht an und für sich einen ganz guten Eindruck. Achso, hier noch ein bisschen Werbung für die Rhön-Runde. Ne? Ja, 27,275 jeden Samstag. Also, tolles Gerät. Kann man viel mitmachen.